zweiten Turnier, nachdem im ersten einiges schiefgelaufen ist, haben wir uns da reingesteigert und alles zusammengehalten. War Zweiter geworden, war ich schon sehr zufrieden. Und das war sehr gut. Weil wir im Finale eingeflogen sind und bei Streichkarten geworden sind, das haben wir vorher nie geschafft. Ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit, vor allem die defensive Zusammenarbeit, besser funktioniert hat als sonst. Grandioses Turnier. Wir haben als Team einfach 1A funktioniert. Zwar mehr nach der Chelsea-Taktik oder nach der Chaos-Theorie, aber es war sehr erfolgreich. Und doch, ich würde trotzdem sagen, dass taktisch ein Fortschritt erkennbar war. Das Eigentor hat richtigerweise natürlich nicht gezählt, weil der Ball den Kreis bei dem Anstoß nicht verlassen hat. Und von daher muss man da auch nicht näher drauf eingehen. Okay. Ja, ich habe im ersten Turnier etwas stocken angefangen und habe mich dann für die gesamte Mannschaft gesteigert. Insgesamt habe ich in der Abwehr, denke ich, ganz gut zusammengehalten. Ich finde mich persönlich auch sehr toll. Also mit meinen 3 Treffern, das war auf jeden Fall in Ordnung. Ja, das kommt natürlich immer darauf an. Ich werde meist defensiv eingesetzt, von daher bin ich mit dem einen Tor schon ganz zufrieden. Also ich war natürlich an keinem Tor schuld. Jetzt beim ersten Turnier am Samstag, da war ich halt trotzdem der beste Spieler auf dem Feld. Hab natürlich ganz viele Leute versucht zu tunneln, immer das Selbstbewusstsein zu klauen. Und man muss sagen, meine Voraussage, die ich in der Pressekonferenz vor dem Turnier getätigt habe, ist eingetroffen. Weil Lukas Tum, der also gut aufgelegt ist, ist er der klare Schlüsselspieler der Mannschaft. Aber ich will auch keinen rausheben, alle haben prima gespielt. Ich muss sagen, dass die Los Mariginos, die bleiben mir positiv in Erinnerung. Das waren sehr tolle Sportsmänner, ja. Ich finde diese Kreativität von den Gastgebern immer wieder herausragend. Vor allem, dass sie bei jedem Turnier neue Preise sich einfallen lassen. Das war der Wahnsinn. Also ich würde das nicht auf die Kette kriegen. Also El Capitano, exzellent gespielt bei Sky, bei das gesamte Turnier und absolut verdienter Sieger. Also ich denke, das ist alles in einem gelungenes Turnier gewesen. Sowas erlebt man nur in Francisco. Planen Sie erneut nach Kassel zu kommen? Ja, selbstverständlich. Also wenn nicht im Juli, dann auf jeden Fall nächstes Jahr zum Iron Cup. Also ich sehe die Stärken ganz klar im Teambuilding, dass wir als eine Mannschaft auftreten, die sich sehr gut präsentiert und wir gehören in die Champions League, ganz klar. Vor allen Dingen, weil wir Ausfälle kompensieren können mit neuen Spielern, die frischen Wind reinbringen. Und ich denke, das ist die Zukunft, sieht gut aus. Ja. Ich möchte natürlich noch hinzufügen, dass...